Mädchen, die ihre Freundinnen töten, halbstarke Jungen, denen das Messer scheinbar immer lockerer sitzt und Schlägereien, die nicht enden, wenn einer am Boden liegt. Beim Thema Jugendkriminalität hat man häufig durch spektakuläre Einzelfälle das ungute Gefühl, dass es immer mehr und immer extremer wird. Jüngste Zahlen zum Beispiel hier in der Hauptstadt, jüngste Zahlen zum Beispiel aus der Hauptstadt haben das wieder belegt. Laut polizeilicher Kriminalitätsstatistik gibt es besonders auffällige Sprünge nach oben bei den jüngsten Tatverdächtigen. Sie sollen verstärkt mit sogenannten Rohheitsdelikten wie Körperverletzung oder Raub auffallen. Auch bei den Messerstraftaten sind die Zuwächse bei Kindern und Jugendlichen enorm. Die Polizei sieht als Gründe hierfür unter anderem die leichte Verfügbarkeit von Messern sowie gruppendynamische Prozesse, in denen die jungen Leute angeben wollen. Bei mir im Studio begrüße ich jetzt meinen Weltkollegen vom Ressort Investigation und Recherche, Wolfgang Büscher. Guten Morgen, Wolfgang. Schön, dass du bei uns bist. Guten Morgen. Ihr habt euch die Zahlen der polizeilichen Kriminalitätsstatistik ganz genau angeschaut. Ihr habt mit Experten gesprochen, mit Ermittlern, mit Tätern. Gibt es ein Beispiel, das dir persönlich besonders im Kopf geblieben ist? An was erinnerst du dich besonders? Tja, wenn man eine Schule besucht und die Schuldirektorin empfängt einen, dann ist es normalerweise so, dann zeigt die stolz ihre Urkunden, Jugend forscht, musiziert und so weiter, die ganzen Auszeichnungen. Wir kamen in eine Schule, da macht die einen Metallschrank auf und zeigt ihre Messersammlung. Die Messer, die sie beschlagnahmt hat, unter ihren Schülern. Und wenn man jetzt denkt, okay, Berlin, Neukölln, Hamburg, Wilhelmsburg, Duisburg, Marxloh, nein, Niedersachsen auf dem flachen Land. Dörfliche Situation, Felder, Wälder, Golfplatz, Messersammlung. Das heißt, das Thema Jugendkriminalität ist in der Breite des Landes angekommen. Es ist auf dem Lande angekommen. Es ist also nicht mehr nur ein Phänomen der Großstädte und bestimmter einschlägiger Viertel. Worauf lässt das schließen oder worauf führst du das zurück? Also hat einfach jetzt jeder Jugendliche oder jeder zweite Jugendliche im Alltag in der Schule ein Messer dabei? Natürlich nicht jeder, aber viel zu viele haben eins dabei. Und das ist eine relativ neue Entwicklung. Also gut, meine Schulzeit liegt ein bisschen zurück, aber ich denke auch Leute, deren Schulzeit noch nicht so lange zurückliegt, werden sich nicht daran erinnern, dass Messer auf dem Schulhof ein Thema waren. Das ist in den letzten Jahren, vielleicht in den letzten 10 Jahren ist es gekommen und das ist eine alarmierende Entwicklung. Wenn Jugendliche kriminell werden, dann hat das ja meistens nicht nur einen Grund, sondern es ist meistens eine Fülle von Gründen. Gibt es Muster, gibt es auch Motivationen, die sich hier herauskristallisieren? Also wann wird ein Junge, wird ein Mädchen kriminell? Experten sagen uns, wenn man erst im Alter von 10 Jahren anfängt, sich um solche problematischen Kinder zu kümmern, ist es eigentlich schon zu spät, dann ist der Zug schon abgefahren. Wir haben heute die Situation, dass es schon in den Kindergärten losgeht und man muss intervenieren. Ein zweiter Punkt ist Gerichtsbarkeit. Die Ahndung solcher Fälle dauert viel zu lange, das zieht sich viel zu lange hin und es ist einfach eine Lebenserfahrung, ich glaube, das weiß jeder, der Kinder hat. Wenn was passiert ist, wenn Mist gemacht wurde, man muss sofort reagieren. Und wenn dann ein Prozess erst irgendwie 9 Monate später kommt und dann sagt der Jugendrichter du, dann fruchtet es halt nicht. Welche Rolle spielt das Elternhaus? Welche Rolle spielt auch der soziale Background? Das ist eine komplexe Sache. Natürlich, wenn wir Familien haben, in denen selbst geschlagen wird, in denen selbst Gewalt eine Rolle spielt, in denen Ideen herrschen, du musst dich auf der Straße durchsetzen, sonst bist du kein Mann und so weiter, dann kommt die Botschaft halt an bei den Kindern. Eine Expertin sagte uns, das ist ungefähr bei 30%, also diese Thematik ist ungefähr bei 30% der jugendlichen Kriminalitätsfälle die Ursache. Es gibt auch genetische Dispositionen. Also es gibt genetische Dispositionen, die ein Kind, einen Jugendlichen eher dazu bringen, zuzuschlagen, zuzustechen. Das gibt's auch. Interessant ist ja auch, dass auch die Corona-Zeit eine Rolle gespielt hat. Welche genau? Die hat eine doppelte Rolle gespielt, glaube ich. Zum einen ist es halt so, wenn man 2 Jahre lang oder 2,5 Jahre lang einer Jugend die Jugend nimmt, also all das, was die Jugend ausmacht, rausgehen, Clubs, Konzerte, all das, dann nimmt man ihr natürlich, in Polizeideutsch gesprochen, auch die Tatbegehungsmöglichkeiten. Das heißt, in den Corona-Jahren geht die Jugendkriminalität runter. Das ist logisch, weil einfach die Möglichkeiten nicht da waren. Und die andere Sache ist halt, dass
ein unstrukturiertes Rumhängen zugenommen hat. Also das, was in den Corona-Jahren stattfand, man ist halt nachts in den Parks und so weiter, das setzt sich fort. Und dieses, das sagen Jugendforscher, die sich damit befassen, also dieses unstrukturierte Rumhängen, dieses Klicken bilden, Klicken kommen in eine Rivalität, dann ist auch ein Messer dabei. Dann, das ist unser Ort, da hast du nichts zu suchen, hau ab hier, wir hauen dir auf die Schnauze und so weiter. Diese Dynamik geht halt los. Wolfgang Büscher, ganz herzlichen Dank für den Besuch bei uns im Studio und Dankeschön für diese Einordnungen zur steigenden Kriminalität bei Jugendlichen. Gerne. Tschüss. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können, ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.